Hauptbahnhof Stuttgart feiert Geburtstag. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums fuhren am 22. und 23. Oktober 2022 historische Sonderzüge rund um Stuttgart Hauptbahnhof. Bemerkenswert: Veranstalter ist nicht die DB AG. Ein Link zur offiziellen Webseite des Jubiläums findet ihr in der Videobeschreibung, sowie Links zu den Museumsbahnvereinen, die ehrenamtlich für den betriebsfähigen Erhalt der historischen Fahrzeuge sorgen. Ein großes Dankeschön gilt euch allen. Gleich drei Züge sind am Sonntag zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Vaihingen gependelt. Wir konnten alle drei auf der berühmten Gäubahn bzw. genauer am ehemaligen Haltepunkt Stuttgart-Häslach aufnehmen. Auf dem Weg nach Vaihingen machen sich 41.018 Vorspann vor 58.311 und am Zugende schiebt E94.088 nach. Und die Rückleistung nach Stuttgart. Auch der unter dem Namen Roter Flitzer bekannte VT98 Schienenbus kam zum Einsatz, hier zusammen mit 211.019. Das gleiche nochmal von der anderen Seite. Im Hintergrund rechts gut zu erkennen, der Fernsehturm. Hier nochmal die Sequenz vom Anfang ohne Kommentar. Das könnten gut mit die letzten Aufnahmen einer Dampflok am Stuttgarter Hauptbahnhof sein. Leider hat die Sonne nicht ganz mitgespielt. Thank you.
Wir bekamen dann die Information, dass eventuell eine Parallelfahrt stattfinden würde zwischen dem roten Flitzer und 58311. Hat dann doch nicht stattgefunden, deshalb genießen wir ein letztes Mal 58311 und E94 und 88 auf der Gäubahn in Richtung Vaihingen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat gefallen, lasst ein Like, ein Kommentar da und dann wünsche ich euch wie immer allzeit gute Fahrt.